Irgendwann habe ich beschlossen, wollte ich mich öffentlich lustig machen über Psychiatrie. Ist mir auch, glaube ich, gelungen. Wenn Sie zum Arzt gehen, kommen Sie auch ohne Diagnose wieder raus. Sie gehen hin und sagen, da ist nichts. Aus der psychiatrischen Praxis kommen Sie niemals ohne Diagnose raus. Irgendwas ist immer. Es gibt auch den Begriff in der Psychiatrie der Normopathie. Wenn man gar nichts findet, dann hat man es mit Normopathen zu tun. Sie brauchen vielleicht eine Hochsensibilität, unter der ich mein Leben lang gelitten habe. Diagnoseformeln eingeführt, die es überhaupt nicht gab. Man hatte nur Sorge, ich könnte wieder gehen. Also ich war Gerichtsgutachter in unzähligen Fällen, die ich gekränkt hätte, weil das ja alles auch sehr selbstverliebte Leute sind. Und das tut weh. Also mein Chef, immerhin Professor der Psychiatrie, war immerhin 2 Jahre nicht in der Lage, einen Oberarzt von einem Postboten unterscheiden zu können. Da muss ich Psychiatrie Fragen stellen lassen. Ihm nur gesagt, dass mich irgendwie in meinem Narzissmus eine geringere Strafe auch sehr gekränkt hätte. Daran erinnert. Und so ist es irgendwie, waren in dieser Klinik auf einmal alle Psychiater paralysiert. Es schlug ein wie eine Bombe. Die Klinikleitung und wohl auch das Ministerium möchten den allgemeinen Rufschaden so klein wie möglich halten, weil um eine Art minderen Patientenguts handle und deshalb der Unmut der Öffentlichkeit sich in Grenzen halten werde. Der eigentliche Skandal war eigentlich nicht die Tätigkeit, sondern die Entdeckung der Tätigkeit, einhergehende Bloßstellung der Psychiatrie und die damit einhergehende... Kollegen und meine untergebenen Ärzte befleißigten sich dennoch, nach meiner Enttarnung zu sagen, dass ihnen immer schon aufgefallen... Seine Spezialität war es, Patienten durch die Pyjamahose bzw. durchs Nachthemd zu spritzen. Erschüttert und verletzt, weil da kommt nur jemand, der das Latein dieser Leute übersetzt in die einfache Sprache. Es ist schwer zu begreifen, wenn sie über 2 Jahre nur auf Händen getragen werden und man hat nur Sorge, sie könnten gehen und sie werden nicht ein einziges Mal kritisiert. Ja, ich kann ja nicht als Oberarzt anfangen und sagen, auf das Gehalt verzichte ich das oder will nur das... Also ich für mich die Erfahrung gemacht, dass das eigentliche Leben des Menschen sich eigentlich in dessen Inneren abspielt und dass die äußeren Umstände relativ egal sind. Sie können auch sehr... Es ist natürlich absurd, wenn Ihnen ein Chef schreibt, Herr Oberarzt Dr. Postel übertrifft die Erwartungen, ist hier abgedruckt. Der Minister in eine Chefarztposition drängt, in die ich dann auch gegangen bin, also als vorher, und dann werden Sie ins Gefängnis gesteckt. Das ist ja irgendwie, das können Sie ja psychisch schlecht verarbeiten. Ist ja sehr, was sehr Repressives, mit Gewalt andere Menschen zu verändern und mit ihrem eigenen bescheidenen Menschenleben überhaupt nicht klargekommen sind. Da habe ich irgendwann gedacht, was die können, kannst du lange. Weil Psychiatrie muss sich ja Fragen stellen lassen, wie kann das angehen, dass jemand, der von der Straße kommt, der über nichts weiter als 9 Schuljahre mittelmäßigem Hauptschulabschluss verfügt, eine einigermaßen erfolgreiche Postbotenlehre durchgemacht hat, ohne dazwischen irgendwas getan zu haben, nun leitender Oberarzt einer großen Klinik wird und so weiter und so weiter. Ist doch. Aber man wehrt das ab, man pathologisiert das. Ne? Man lernt nicht daraus, weil man dazu zu unbegabt ist und das geht nicht. Man muss das Ego schützen und darum pathologisiert man denjenigen, der das tut. Ist eigentlich alles ganz banal. Also wenn Sie die psychiatrische Sprache beherrschen, was irgendwie nicht so schwierig ist, dann können Sie eigentlich immer alles begründen und das Gegenteil und jeweils das Gegenteil vom Gegenteil auch. Überhaupt kein Problem. Sie müssen die Regeln beherrschen, ohne sie zu kennen. Sie brauchen das, was man heute als Empathie bezeichnet. Sie brauchen Einfühlungsvermögen, Sie brauchen auch die Fähigkeit, mitfühlen zu können. 2 verschiedene Arten der Erkenntnis. Es gibt die rationale Erkenntnis, dass man sagt, der Patient hat die und die Symptome, deshalb hat er die und die Krankheit. Es gibt aber auch die Erkenntnis, die sozusagen aus der Anschauung entsteht. Die ist präziser und geht viel schneller. Und Wirbelsäulen... Korrekturen vorgenommen. Das kann ich nicht, das wäre verantwortungslos gewesen. Ja, aber Patienten psychiatrischer Hilfe in Anführungszeichen zu entziehen, damit hilft man ja unglaublich. Freiwillig geht man nicht zum Psychiater. Das macht man nur dann, wenn man nicht aufgeklärt ist und nicht weiß, was einen da erwartet. Wenn Sie zum Psychiater gehen, verlieren Sie die Deutungshoheit über Ihren emotionalen Haushalt. Nein, es ist die Frage, ob es überhaupt so etwas wie psychiatrische Erkrankung gibt. Man muss sich da grundlegendere Gedanken machen. Und ob es überhaupt attraktiv ist. Was ist Normalität? Und ist es attraktiv, normal zu sein in dieser Welt? Ich habe immer aus dem Wissen heraus, dass ich ein sehr ungebildeter Mensch war und bin, immer versucht, diese zu lernen und zu lesen und zu machen und zu tun. Aber Sie müssen, um als Oberarzt einer psychiatrischen Klinik agieren zu können, müssen Sie nicht intelligent sein. Im Übrigen.
Also eine sehr hohe Intelligenz in Verbindung mit einem sehr schlechten Charakter macht die großen Verbrechen erst möglich. Also eine sehr hohe Intelligenz in Verbindung mit einem sehr schlechten Charakter macht die großen Verbrechen erst möglich. Ja, aber psychische Probleme sind keine Krankheit. Es gibt sicher Psychotherapeuten, die gute Leute sind, aber zunächst nicht, weil sie eine Ausbildung haben, sondern weil sie gute Menschen sind. In der Psychotherapie geht es ja um Beziehung, ne? Aber Probleme, Sorgen, Nöte gehören zum Leben dazu. Das ist ja immanent. Wir sind nicht auf der Welt, um glücklich zu sein. Ich habe für mich unglaublich viel gelernt. Ich habe gelernt, dass man zum Beispiel sich niemals mehr blenden lassen darf durch Titel. Ich hatte eine Weiterbildungsveranstaltung da und habe da vor Psychiatern, und da waren so 100 Psychiater, Krankheitsbegriffe eingeführt, die es nicht gibt. Also die bipolare Depression dritten Grades ist ein Fantasieprodukt. Und ich wollte auch wissen, wie weit ich gehen kann. Neben mir steht der Chef der Universitätsnervenklinik Münster, Professor Tölle, ein bekannter Lehrbuchautor in Deutschland. Und ich wollte auch wissen, wie weit ich gehen kann. Stand neben dem und habe gesagt, ja, diese bipolare Depression dritten Grades, kommt das im universitären Alter häufig vor? Und dann hat er sehr überheblich, ordinarienhaft gesagt, ja, das kommt natürlich nicht häufig vor, aber es kommt schon vor. Da verlieren Sie jede Achtung. Dieses ganze Tun, das hat mir unglaublich viel gebracht. Also einmal ideell und dann, ich muss also nicht wieder Post austragen gehen. Ich kann mich sozusagen meinen Interessen widmen und das finde ich schön. Ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Buddhismus. Ich war übrigens, ich habe Ihnen noch was in eine Sache nicht gesagt, meine erste Arztstelle, da war ich 21 Jahre alt, habe aber behauptet, ich sei 30. Da habe ich, als ich 21 war, unter dem Namen Dr. Clemens Bartholdy die Gesundheitsbehörde von Flensburg geleitet. Sich selbst oder andere erheblich gefährdet, dann ist der Richter nur noch Schreibgehilfe des Arztes. An 6 Leute, da ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass das Ergebnis meiner Begutachtung zufällig richtig ist, der Weg dahin aber völlig falsch, sodass man es im Ergebnis gelassen hat. 4 habe ich durchfallen lassen. Ich muss ja auch den Verbraucherschutzgedanken berücksichtigen. Ärzte sind ja auch in der Regel nicht gebildete Menschen, muss man mal sagen. Es gibt Ärzte, die, obwohl sie Arzt sind, dennoch gebildet sind in seltenen Fällen, aber eigentlich sind es ja nicht gebildete Leute. Ihr Weg für viele psychiatrische Patienten in gewisser Weise eine Erlösung darstellen kann, was Sie uns heute mitgeteilt haben. Eine ganz verlogene Institution. Auf einer verschlossenen Station, dann ist egal, was Sie tun, dann ist jedes Handeln sozusagen Diagnose bestätigend. Sagen Sie, das ist alles Quatsch, das ist nicht Krankheitseinsicht, das ist ein Teufelskreis.